Glück auf und willkommen zurück zur nächsten Folge Kena. Unsere Freunde sind immer noch da und somit kann die Reise weitergehen. Falls ich mich hier nicht noch weiter verlaufe. Na, wir kunden einfach alles aus. Das sind die Kids. Also ist das auf jeden Fall der richtige Weg. The bridge is broken. Maybe the rock can help. Denkt ihr? You need to get across, Kena. There could be a relic over there. Okay. Ich guck erstmal hier. Ah, wenn die Truhe so rot ist, kommen jetzt hier Feinde, wenn ich die öffnen will. Bin ich der Meinung. Na dann, let's fight. Verfluchte Truhe. Ein neuer Hut. Ein Vogelnest, oder? Vogelnest. Ah, hab ich gut erkannt. Okay. Jetzt dachte ich aber, dass es da, wo wir hergekommen sind, eigentlich noch irgendwo an der Seite am Fels weiterging. Das würde ich jetzt gerne noch kontrollieren. Nicht, dass wir hier was verpassen. Und dann gucken wir hier mal weiter. Irgendwas? Nö. Genau, da ist nämlich noch irgendwas. Storchisch gesehen. Das ist so eine Post, hä? Geisterpost, genau. Also wenn wir jetzt einen Warp-Punkt haben, könnten wir theoretisch mal ins Dorf zurück und das abgeben. Okay, weiter geht's hier nicht. So, jetzt zur Brücke. Alright.
Boah. Hurry, I don't think they can hold it for long. Kinder können sich wohl abbeamen oder was? Verblüffend. This pack is tiny. It looks like it could have belonged to one of the children. Oh, da guckt mich doch schon einer an, ja? Sonst ist ja nichts. Nein. That corruption is powerful. There must be a relic nearby. I need to find another way around. Einen anderen Weg finden. Ach, so ein Warp-Ding. Oha, noch fix speichern. Oh, hallo. Und der Große haut ab und die Kleinen müssen ran. Ah, den haben wir, finde ich cool. Ach cool, das kann ich schon mit dem jetzt machen. Cool. Muss ich jetzt hier erstmal was ausschalten oder kommt die jetzt ewig nach? Was ist das? Muss das jetzt hier drauf? Nö, ich kann das so aktivieren. Machen wir es trotzdem mal da drauf. Nö, okay. Das muss nicht da drauf. Thank you.
dorthin müsste das. Hinter diesem Wasserfall ist nichts versteckt und hinter diesem auch nicht. Und sonst war's das hier. Sieht aus wie ein Stargate. Ich glaube, geht's gar nicht weiter. Soll ich so weit drüber oben? Oh, tatsächlich. Das war aber knapp jetzt. Oh. Das sieht gemein aus. Da ist doch bestimmt der Große jetzt hingerannt. Direkt nochmal gespeichert. Ein Stock im Auge. Oh, Kappa. Na, wo ist er? Oh! Der hat plötzlich zugehauen. Oh Mist! Oh, hüpf weg! Oh, da oben. Ah, oh, genau in den Zweig gehabt. Das ist ja gemein. Yeah.
Ach, ich hätte sogar zu dem hochgekommen. Vergesst ab und zu mal die Maske aufzusetzen, um Dinge zu sehen. Pick that up. Nichts zu entdecken hier überall. The power of the mountain shrine is connected to everything in this forest. The trees here grew strong, drawing on its energy. And the land was once in perfect balance. But like all things, the mountain shrine follows a natural cycle. One that our village struggled to understand. As the shrine's power began to fade, devastating famine struck our village. Taro lost his parents, and he was left to take care of Benny and Saya. I should have done more to help Taro, and now I can only watch as his spirit struggles. We can still help Taro, Rusu. There's a relic covered by the corruption at your house, but I need a way to break through. That weapon you carry, I sense it holds a deeper power. The staff belonged to my father. It's been in our family for generations. He must have been a great spirit guide. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. To a trained archer, the bow is simply an extension of the body. Ah. A spirit guide staff is no different. Ground yourself. Feel the energy of the mountain.
draw on its power. Cool. Try using your bow on these targets. When you are finished, feel free to practice at the other stations I've set up. Du hast die Bogenfähigkeit gelernt. Drücke und halte Left Shift, um zu zielen. Während du gedrückt hältst, drücke linke Maustaste, um einen Pfeil abzufeuern. Vielen Dank. Back again. I'll toss up another set of. Oh, das sind nur dieselben. Ich dachte, ich krieg noch neue. Your bow is awesome. Woohoo! Can you pick that up? So ein Warp-Ding. Rein theoretisch ja mal ins Dorf. Okay, warte mal, Moment. Muss mich erstmal orientieren. Geht's hier jetzt auch weiter? Nee. Ja, von hier sind wir gekommen, ne? Tut mir leid, ich musste erstmal husten. Oh, der kann sich beamen. Oder teleportieren. Focus is critical. Fully draw the bow and your arrows will be more powerful. Pull the lever to drop the targets. See if you can hit them before they reset. Zieh den Hebel, um die Ziele fallen zu lassen. Schau, ob du sie treffen kannst, bevor sie zurücksetzen. Oh, hallo. Okay. Werde ich zur Pfeilschützin, Bogenschützin ausgebildet? You'll need to move quickly for this one. Follow the path and hit all six targets before time runs out. Ready? Go. Ja, das hat man schon. Noch mal ganz kurz hier rüber schauen. Kann ich damit was machen? Nee, oh, ich wollte das jetzt nicht nochmal machen.
Und dann kommt so eine Blume raus. Ich verstehe. Wozu brauche ich die hier jetzt? Den hätte ich jetzt lieber nicht an, sonst muss ich schon noch runter rennen. Halt, falscher Knopf. Ah, da sind dann solche Rotz drin. Also da ist kein Rotz drin, sondern da sind Rotz drin. Haha. Shoot the painted whirlybird to begin. Aim quickly and hit them all in the air. Drehflügler? Ach, die Dinger hier oder was? Oh, alle mit dem. Here, you'll need to make every shot count. Destroy all the targets to progress. There are three difficulty levels. Right there. Here, you'll need to make a destroy all the targets to progress. There are three. Oh, ich kann nicht schießen. Okay. Das war jetzt zweimal, er hat gesagt drei Schwierigkeitsstufen. Also kann ich bestimmt nochmal. Rotthut verfügbar. Was können die denn seine Maske tragen? Das ist ja auch cool. Und zufällig ist das ja gerade ein Hutwagen. Drehflügler. Vogelnest. Gekauft. Oh, 500. Gekauft. Ja, da kommen noch einige. Oh, einige. Aber zwei haben noch keinen Hut. Ne, da müssen wir noch zwei Hüte kaufen. Da noch ein. Fuchs haben wir, Vogelnest haben wir. Klee haben wir noch nicht. Tippitoppi. Sehr schön. Na, okay.
Warum jetzt schon an diesem Brunnen oder was das ist? Ach, das ist der Fahrstuhl. Und von dem sind wir gekommen. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge mal einen Warp in das Dorf zurück und geben die Post ab. Und dann werden wir bestimmt mit unserem Pfeil noch in dem Wald die ganzen Dinger runterholen können. Was wir ja vorher nicht machen konnten. Na gut. Und bis dahin, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.